Willkommen zurück im nächsten Part von Amnesia The Dark Descent. Wir waren das letzte Mal hier unten in diesem... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Stehen geblieben und das Ventil ist zugerostet. Ich habe die schlimme Befürchtung, ich werde hier Zombies begegnen. Wobei ich jetzt eigentlich erstmal wieder raus wollte. Aus dem einfachen Grunde... Ich habe einen Teil eines Buches. Aus dem Grunde, ich habe was vergessen. Nämlich einen Schlüssel. Wer aufgepasst hat im letzten Part, weiß, dass Danielle oder wer auch immer... Wie geht eine Treppe hoch? Komme ich von da? Ich hoffe... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aufgepasst hat, weiß, dass Danielle gesagt hat, dass in einem Raum ein Schlüssel ist. Und diesen Schlüssel habe ich mir nicht geholt. Denn ich habe das völlig überhört, dass er was von einem Schlüssel gesagt hat. Gut, ich habe wieder rausgefunden, glaube ich. Ja. Das heißt, ich werde mir jetzt einmal den Schlüssel holen, beziehungsweise ihn suchen. Ich denke mal, aber das sollte einfach zu finden sein. Und der Zombie taucht denn da, glaube ich, auch nicht mehr auf. Sollte jedenfalls nicht. Gut. Ich glaube, das war hier in diesem Studierzimmer. Der ist aber neu. Der ist definitiv neu. Ich hoffe, hier ist nichts drin. Ich hoffe. Ich will nur den Schlüssel haben. Eine Male und ansonsten... Dieses Mahngeräusch. So, hier, nämlich als ich in die Tür reinkam, hat Danielle gesagt, ich hoffe, ich sage jetzt richtig, den richtigen Namen. Okay, ich habe es gefunden, dass hier nämlich ein Schlüssel sein sollte. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Gut. Das heißt, ich werfe das jetzt einfach mal gegen die Wand. Das war nicht sehr gut geworfen, aber ich habe jetzt den Maschinenraumschlüssel. Übrigens habe ich mittlerweile auch die Befürchtung, wir könnten den Fahrstuhl sowieso nicht benutzen, da wir bestimmt noch im Maschinenraum irgendein Hebel oder sonst was dafür betätigen müssen. Jetzt frage ich mich natürlich, was könnte da unten noch sein, wo ich am Anfang dieses Parts war. Das werde ich jetzt... Du liegst ja schon wieder hier. Geh weg. So. Ich hoffe, da lauern keine Zombies. Ich hoffe es wirklich, dass hier keine Zombies lauern. Ich versuche mal, an diesem Part ein bisschen mehr zu erreichen als im letzten. Das heißt, ich werde jetzt hier schnell durchkommen und hoffe ich jedenfalls und dann direkt den Fahrstuhl nehmen oder beziehungsweise ein Rätsel im Maschinenraum lösen oder ähnliches. Hier werde ich mal ein bisschen mehr die Lampe benutzen, denn es ist dunkel. Es ist einfach dunkel. Hier ist nichts. Vielleicht war ich hier sogar schon, ich weiß es nicht. Ich habe nur Angst, dass mein Öl wieder zu Neige geht, deswegen laufe ich auch relativ schnell. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ist da hinten der Zombie?
Ich glaube, ich sehe da einen Zombie. Oh ja, da ist ein Zombie. Oh Gott. Moment. Hm. Du kannst die Bohrer noch nicht zusammenbauen. Du musst erst alle Teile finden. Hm, okay. Zombie weg. Zombie weg. Zombie. Weg. Gut. Oh oh. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Okay. Ich fühle mich jetzt dadurch nicht wirklich besser. Muss ich da hin? Ich muss eh dahin. Hier geht's nicht weiter. Na toll. Ich muss irgendwie in diesen einen Raum hier, damit ich an die Maschinenteile komme. Aber ich habe gerade verdammt Angst davor, irgendeinem Zombie in die Hände zu laufen. Ah, hier war ich glaube ich schon mal. Stimmt, hier war ich schon. Mein Öl ist fast alle. Ich höre ein Mädchen weinen. Hallo, Teil eines Bohrers. Vielleicht musste ich ja doch nicht in den Maschinenraum, sondern ich habe vielleicht schon alle Teile. Ja, ich hab den Bohrer. Da ich jetzt den Bohrer habe, verziehe ich mich mal von hier. Denn ich mag das Gewinn. Ich guck mir noch die eine Tür an. Ich guck mir noch die eine Tür an. Ich guck mir noch die eine Tür an. Ups. Oder war ich hier schon? Okay, hier ist. Weiter. Nichts. Raus hier. Raus, raus, raus. Nein, da ist noch eine Tür. Na gut, komm. Die Tür noch. Okay. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Diese Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeiten zu mischen. Agrippa. Okay, ich komme aber nicht an die Flüssigkeiten ran. Jedenfalls noch nicht. Außer ich versuche natürlich mit dem Bohrer. Gegenstand kann auf kein Objekt. Warte, Moment. Hier ist ein Riesenfass. Vielleicht kann ich das mit dem Bohrer andingsen. Mhm. Es geht. Och nein, es geht. Für die Flüssigkeit ist ein Behälter nötig.
Gut. Teilweise gefüllter Topf. Und jetzt noch die andere Flüssigkeit. Die... Wo war? Hier oben irgendwo? Da ging es zum Maschineteil. Na komm. Nee, muss denn ja da unten sein. Hä? Ah, hier. Gut. Und mischen. Es war so klar, dass was passiert. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin da. Hier ist niemand. Soll mich das beruhigen? Nein. Ich hau ab. Ich glaube, ich habe hier unten alles getan. Raus, 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 raus. Schön. Ging noch sogar recht fix. Nur was soll ich jetzt überhaupt mit dem Sprengstoff? Ich bin so doof. Ich muss mit dem Sprengstoff die Steine zum Maschinenteile-Dingens. Warum liegt da eine Leiche? Oh, nee, doch. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Die Leiche lag da aber vorher nicht. Glaube ich. Nein, das wüsste ich. Irgendwie komisch. Irgendwie ist die Halle nicht mehr so angenehm wie vorher. Ich gehe erstmal zum Aufzug und guck mal, was passiert, wenn ich ihn jetzt betätigen will. Er funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Das heißt, ich brauche Maschinenteile, die ich aber noch nicht habe, weil ich natürlich noch die Maschinenteile holen muss. Jetzt bin ich im Maschinenraum. Und sehe direkt einen Brief. July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the as I was leaving I la 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 bla bla bla. Sir William Smith, the nicht wichtig. Absolut nicht wichtig. Da hier überall Licht ist, habe ich keine Angst vor Zombies. Nur auf der Suche nach der Maschine, mit dem ich den Aufzug betätigen kann. Na, hallo. Dich brauche ich nicht. Ah. Interessant. Da sind schon mal... Ist schon mal ein gutes Dingens. Strom brauche ich. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind. Und lass die anderen in den inneren Studierzimmern für den Fall, dass wieder alle drei brechen.
Die haben gar keine Stäbe. Oh, da sind hier Stäbe. Hier sind keine Stäbe. 14. July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, today I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Langsam ergibt alles einen Sinn. So ein bisschen. Nicht wirklich. So, hallo großer Maschinenraum. Das kann ich öffnen und da drin ist nichts. Den Hebel kann ich umlegen. Und man kann damit Sachen anzünden. Läuft doch super. Es müssen noch fehlende Zahnräder eingesetzt werden. 17. July 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Komisch, komisch. Der ginge hohl. Das kann ich aufheben und in den Behälter dort hinten reinwerfen. Ich nehme gleich ein bisschen mehr. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass der Part ein bisschen zu lange dauert. Ich werde auch gleich aufhören. So, der Brenner ist jetzt voller Kohle. Kann ich eventuell dieses Zahnrädchen dort ansetzen? Super. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch ein Maschinenteil-Dingens oben und Stäbe. Dann habe ich es geschafft. Gut, das mache ich dann im nächsten Part. Ich bin das Sofa. Bis dahin.